Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Mein Thema für die 12 Minuten ist, was mich über die Jahre inspirierte zu gründen. Also was haben sich alles so für Einflüsse angesammelt über die Jahre, die dann zu meiner Geschäftsidee geführt haben. Jetzt kurz zu mir und zu meinem Kunststartup Clarify. Ich heiße Felix Haas, habe Kommunikationsdesign studiert, seit 2012 ja, in Stuttgart und habe letztes Jahr 2015 die Clarify UG gegründet. Bin noch in meinem Vollzeitjob und mache da visuelle Effekte für Filme und Serien und Werbung. Aber seit dem Launch letzten Sommer von Clarify sind jetzt knapp 450 Künstler und Galerien eingemeldet. Die ersten Umsätze kommen auch rein, sind schon aus über 30 Ländern. Und jetzt steigt ein Investor mit ein, der auch wirklich in die Geschäftsführung mit reinkommt, der sich im Kunstbetrieb auskennt, ist wirklich passt super. Und jetzt kürzlich gab es den Innovationsgutschein B Hightech hier von Stuttgart für Clarify für ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Auf das ich später gleich eingehe. Genau, nochmal kurz zur Plattform. Clarify hat den Claim, finde Kunst in deiner Nähe. Das ist eine standortbasierte Plattform für Künstler, Galerien und Kunstliebhaber und hat eine integrierte Google-Karte, dass man immer sieht, was ist in der Kunstszene los und kann die Kunst vor Ort dann anschauen. Also es ist kein Online-Shop, sondern es soll so eine Brücke von Online zu Offline schlagen. Und Künstler und Galerien können sich eben kostenpflichtig dann nochmal promoten und ist deswegen ein gutes Marketing-Tool auch für die Zielgruppe. Hier sieht man die Plattform kurz mit der Karte und den einzelnen Standorten und das wäre jetzt diese Leiste auf der Startseite, in die man sich quasi einkaufen kann, um sich selbst zu promoten. Wenn man jetzt weiter runter scrollen würde, kommen noch weitere Vorschläge und ich sage mal kurz bei dem Innovationsvorhaben, ist da angedacht, eine künstliche Intelligenz einzubauen, die die Kunst automatisiert kuratiert und personalisiert dann vorschlägt. Also das, was jetzt eben Spotify in der Musikwelt macht, soll dann auch im Kunstbetrieb funktionieren. Und es geht natürlich über einen normalen Bildvergleich, was das Google schon hat, also auf der Technik basiert es dann auch, gibt es natürlich alle möglichen anderen Faktoren, die bei den Kunststilen noch mit einfließen müssen, dass es wirklich klappt. Und jeder sieht dann das auf der Plattform, was er sehen möchte. Hier ein kurzes Beispiel, ganz vereinfacht, wenn man jetzt keine Millionen zur Verfügung hat, um ein Basquiat zu kaufen, kann man sagen, hier, sieht doch fast ähnlich aus. Aber es ist tatsächlich dann schwierig, die Stile da genau zu erkennen. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema, wie kam ich dann? Zum Gründen, ich habe es noch nicht mit 12 dann irgendwie Limonade schon verkauft wie die ganzen Amerikaner, sondern ist einfach jetzt über die Jahre irgendwie gewachsen und einen normalen Job eben jetzt sogar immer noch und trotzdem gab es dann einige Punkte, die eben zu der Geschäftsidee geführt haben, die will ich hier noch zeigen. Angefangen hat alles damals beim Zelten, wir haben in der Schule schon raus einen Skatabend gegründet, treffen uns immer noch einmal im Jahr, aber besonders war, dass wir da zusammen saßen und haben gesagt, wie cool es wäre, jeder von uns macht was anderes, also ITler, BWLer, Arzt, Lehrer, Physiker, Maschinenbauer, wenn wir eine Firma gründen würden, wäre total klasse, ist leider nichts draus geworden, wir hatten da eben schon ein System, also jeder ist seinen Weg gegangen. Und wir hatten ein Thema tatsächlich damals, also zwischen 2002 und 2005, dass wirklich Jumba ganz groß war mit dem Crazy Frog, dass man irgendwas schaffen müsste, was so 100.000 oder Millionen Leute gut finden und dann nur so 1, 2, 3 Euro, also so kleine Beträge zahlen. Also jetzt nicht in Abo-Fallen locken, aber zumindest also von dem Ausmaß, das hat uns beeindruckt. Und als Designer hatte ich eben auch damals im Studium natürlich den Drang, eine eigene Domain zu haben und dann gab es tatsächlich einen anderen Felix Haas schon, der auch die .com-Domain schon hatte. Das hat mich total gefuchst damals und dann immer geschaut, der hatte private Sachen, Pilotenschein aus Kalifornien, Fotos immer gepostet und ich habe es sehr beruflich gebraucht und ja, hat mich geärgert, aber dadurch habe ich immer ein bisschen verfolgt, was er so macht und er hat eben noch ein bisschen wir hatten mit zwei anderen eben Amiano gegründet, soweit ich es verfolgt habe, und hat es dann erfolgreich auch an Xing eben verkauft, damals für 11 Millionen, glaube ich. War kein Riesen-Exit, aber es war eben so, weil ich da so Berührungspunkte hatte, fand ich das eben total beeindruckend, hat mich einfach ja, inspiriert. Noch ein Punkt als
Designer haben es eben ähnlich wie die Künstler, dass man immer bekannter werden will, entdeckt werden will. Und das war eine Seite, die gibt es leider nicht mehr, wo man immer auf der Startseite erscheinen wollte und oben die Editor-Picks. Es war dann so ein Ritterschlag, wenn man da drin war. Und ich dachte mir jetzt, als ich dann Clarify überlegt habe, wie cool es wäre, sich auch eben mit kleinen Beträgen da irgendwo einzukaufen und einfach ein bisschen prominenter zu erscheinen. Also nicht jetzt Firmenwerbebanner, sondern wirklich so als Einzelperson. Und dann auch unterschiedliche Erfahrungen in Städten gesammelt, in Frankfurt und London ein bisschen, wollte da auch selbst dann immer sehen, was ist in der Kunstszene los, hatte da den Antrieb, aber jetzt noch nicht konkret verfolgt, dass ich da eine Firma oder ein Geschäftsmodell daraus machen will. Aber ja, hat mich eben auch so beeinflusst. Und Ende 2012 kam ich dann zurück nach Stuttgart, war eigentlich alles gesetzt, im privaten Job läuft gut und so weiter, aber da ist eigentlich alles implodiert, um es mal kurz zu machen. Und das hat aber einen enormen Impuls eben gegeben, irgendwas Neues zu starten, ungebunden, neu anfangen. Ich habe alles mögliche hinterfragt, will ich in dem Job noch 5 Jahre, geschweige denn 20 oder 40 Jahre bleiben. Ich will irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen. Gab sogar Einflüsse auch von außen, oder? Bist du nicht mehr der Jüngste, schon über 30, musst du ja gucken. Aber ich wollte es mir vor allem selbst dann auch eben beweisen. Und habe mich dann mit unterschiedlicher Startup-Lektüre natürlich beschäftigt, ich kenne ja bestimmt auch alle möglichen hier. Dann am Geschäftsmodell überlegt und ich glaube, über einen Amazon-Vorschlag habe ich wirklich auf Think and Grow Rich, also da dachte ich, das ist ein alberner Titel, und nicht nur ums Reich werden und dann am besten so, ja, mach die 5 Schritte und dann klappt's. Deswegen war ich da skeptisch, aber ich musste da wirklich sagen, als ich mich näher mit beschäftigt habe, dass das mich dazu gebracht hat, eben so wieder ein richtiges Ziel aufzubauen und dann eben die Schritte dahin zu unternehmen. Also es ist einfach so die Mutter der Selbstoptimierungsbücher, sage ich mal. Und da geht es eben darum, auch Sachen zu visualisieren, wo es hingeht. Und da habe ich so mein eigenes Book of Dreams angelegt, um einfach die Sachen mal wieder, wie früher, Poster aufhängen oder sowas in der Art. Einfach Sachen, zu denen man einen persönlichen Bezug hat, die einen irgendwie emotional berühren, da einzukleben. Immer wieder tagtäglich da reinzuschauen, auch so mein life-changing aim aufzuschreiben, wirklich auszuformulieren, was ich da mit Clarify dann vorhab, habe ich mir sogar angesprochen und ziehe es mir ab und zu über die Kopfhörer rein, wenn man zum Bus läuft oder so, das ist eigentlich immer ganz gut, weil ich so ein Fan von selbsterfüllender Prophezeiung bin, aber dann im positiven Sinn einfach. Also ja, deswegen hier ist dann auch was für ein Konzert dabei, aber es geht jetzt nicht nur um tolle Häuser und Autos, sondern natürlich jeder kann da persönlich eben seine Sachen finden, auch mit Zitaten gespickt von Churchill oder wem auch immer. Ja, und so habe ich eben dann Clarify entwickelt. In dieser Phase habe dann überlegt, was kam da alles zusammen. Kunst ist einfach eine Leidenschaft von mir gewesen. Es sollte dann sowas sein mit vielen Nutzern und vielen kleinen Zahlungen, was damit eingeflossen ist. Die Künstler werden entdeckt und ich auf der anderen Seite finde aber dann auch Kunst in der Nähe. Und ja, es sollte eben sowas sein, was dann gut skalierbar ist auf der Welt oder weltweit eben funktioniert. Und in dieser Phase habe ich eben, ich weiß nicht, ob ich vorher explizit aufgehört hatte zu träumen, aber da habe ich einfach wieder angefangen mit zu sagen, okay, das war ich damals hier beim Baseball spielen, das bin ich heute, so nicht ganz, aber aber ja, solche Punkte sind es einfach, genauso wie ich eben schon meinte, mit ja, Teenie hat man sicher Poster von Idolen irgendwie an die Wand gehängt und so hat es dann auch gemacht, von Vorbildern mit unterschiedlichen Charakteristika, einfach Gary Vaynerchuk ist natürlich auch, was er auf die Beine gestellt hat, super Motivationsvideos auf YouTube oder auch sowas, wenn es um Disziplin geht oder Willenskraft, habe ich mir gesagt, kann man sich Ayrton Senna einfach so ins Gedächtnis rufen. Die Dokumentation über ihn war auch echt super, wie er sich auf die Rennen vorbereitet hat. Gibt dann einfach echt so ein bisschen Willenskraft. Aktuelles Ziel ist, dass in 1 bis 2 Jahren dann vielleicht Google einsteigt mit ihrem Arts and Culture-Projekt. Das wäre wahrscheinlich ein ganz guter Fit, weil sie so ein großes passives Archiv, sage ich jetzt mal, haben und Clarify wäre dann so die aktive Plattform mit aktuellen Kunstwerken.
Und wenn das eben klappt und die entsprechenden Schritte hin unternommen werden, fände ich es eben Wahnsinn. Und ihr könnt dann vielleicht auch sagen, so, okay, wow, hat er damals schon gesagt. die ganzen Sachen, die nächsten Schritte vielleicht dazu geführt. Genau, und das ist eben das, was ich ja, mir tagtäglich immer wieder so ins Gedächtnis rufe. So Visionen, Ziele, weil es ja schon so ist, dass jeder sagt, klar, mach irgendwas, was, wo du mit Leidenschaft irgendwie dahinter steckst. Aber es ist ja gerade die Krux, wenn dann tagtäglich irgendwelche Sachen anfallen, wo man nicht so Lust drauf hat, die einfach irgendwie ja, schleppend laufen, kann man sich eben so immer wieder pushen und die eigene Motivation irgendwie hochholen. Und ja, wenn man sich klar macht, wo es hingehen soll und wie man dann auch hinkommt, muss man eben immer dranbleiben und weiter dranbleiben. Ja, eigentlich danke ich euch schon fürs Zuhören.